Peter Schmidt ist ein Taxifahrer. Er arbeitet für Taxi Müller. Eines Tages ruft Sebastian ihn an. Er ist der Chef von Peter. Es ist sehr früh am Morgen. Peter, sagt Sebastian, kannst du um 9 Uhr bei dem Arabella Hotel sein? Ja, sagt Peter. Aber warum? Sebastian und seine Frau frühstücken mit ihren Kindern Tim und Stefanie. Susanne Glas ist in München, sagt Sebastian. Susanne Glas? Sagt Peter. Der Filmstar. Wo soll ich sie hinfahren? Nicht sie, sagt Sebastian. Ihn. Ihr 12 Jahre alter Sohn Mike will heute München sehen. Seine Mutter muss arbeiten. Im Arabella Hotel ist ein Brief für dich. Da sind auch noch 50 Euro. Die sind für Mike. 50 Euro für einen Tag in München, sagt Peter. Das ist viel Geld. Ich weiß, sagt Sebastian. Das ist sehr schön für den Jungen. Ach, und Peter, komm nicht zu spät. Du kennst mich, sagt Peter. Ich bin immer pünktlich. Es ist 8.45 Uhr. Peter kommt 15 Minuten früher zum Arabella Hotel. Er geht zum Empfang. Ich komme von Taxi Müller, sagt er. Die Frau am Empfang gibt ihm den Brief und das Geld. Im Brief steht: Es ist Mikes erster Besuch in München. Bitte bringen Sie ihn zu all diesen Stellen. Nymphenburger Schloss, Deutsches Museum, Marienplatz. Okay, denkt sich Peter. Ist Mike hier? Ich weiß, ich bin früh dran, aber. Da sieht er einen Jungen auf einem Stuhl. Hallo, sagt er. Bist du Mike? Ja, das bin ich. Sind Sie der Fahrer von Taxi Müller? Ja, antwortet Peter. Der Junge steht auf. Okay, sagt er. Lass uns gehen. Zuerst fährt Peter zum Nymphenburger Schloss. Er bleibt dort mit seinem Taxi stehen. Was machst du? Fragt Mike. Ich will diese alte Stelle nicht sehen. Peter schaut ihn an. Aber ich... Dann erinnert er sich an die Worte von Sebastian. Sei sehr nett zu dem Jungen. Okay, Mike, sagt er. Wo willst du hinfahren? 5 Minuten später bleibt Peter wieder stehen. Ist das die Stelle, wo du hin willst? Fragt er. Hier sind wir richtig, antwortet Mike. Kann ich bitte 20 Euro haben? Aber ich glaube nicht, dass deine Mutter... Ich will 20 Euro. Jetzt sofort. Peter gibt Mike das Geld. Er bleibt im Auto sitzen und wartet. 3 Stunden später kommt Mike zurück. Jetzt bist du bestimmt hungrig, fragt Peter. Ja, bin ich, antwortet Mike. Sehr hungrig. Peter fährt zum Künstlerhaus. Das ist ein sehr gutes Restaurant, sagt er. Ich will hier nicht essen, sagt Mike. Ich will dort essen. Wo? Fragt Peter. Er schaut auf die andere Straßenseite. Mike geht in den großen Burgerladen mit 20 Euro. Er isst einen Haufen Fastfood und trinkt 4 Milchshakes. Peter isst sein Essen im Taxi. 20 Euro für ein Essen, denkt er sich. Mit 20 Euro kann ich für eine Woche Essen kaufen. Er schaut aus dem Fenster und isst noch ein Sandwich. Eine Stunde später kommt Mike aus dem Burgerladen. Sei sehr nett zu dem Jungen, denkt sich Peter. Willst du jetzt zum Deutschen Museum gehen? Fragt er. Okay, antwortet Mike.
Peter schaut ihn an. Ja? Peter ist sehr glücklich. Er fährt zum Deutschen Museum und gibt Mike 10 Euro. Danke, sagt Mike. Warte hier. Dann geht er in das Kino, das auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Museum liegt. Um 16.15 Uhr kommt Mike aus dem Kino. Peter sitzt im Taxi. Er ist sehr hungrig. Wo willst du jetzt hingehen? Fragt er. Zum Arabella Hotel zurück, denke ich, sagt Mike. Ich bin müde und ich will noch ein Bad nehmen vor dem Abendessen. Gut, denkt sich Peter. Peter startet nochmal das Auto. Um 16.30 Uhr bleibt Peter vor dem Hotel stehen. Hier sind wir, sagt er. Er öffnet die Tür für Mike. Plötzlich sieht er eine wunderschöne Frau mit einem sehr teuren Mantel. Sie geht aus dem Arabella Hotel hinaus und sieht ihn an. Ich kenne die Frau, denkt sich Peter. Er erinnert sich. Natürlich, das ist Susanne Glas. Sind Sie der Mann von Taxi Müller? Fragt Susanne. Ja, sagt Peter. Kommen Sie mit mir mit, sagt der Filmstar. Sie geht zurück ins Hotel. Dort sitzt ihr Junge auf einem Stuhl. Er sieht sehr traurig aus. Das ist Mike, sagt sie. Aber, Peter hat es die Sprache verschlagen. Ich bin sehr sauer, sagt Susanne. Peter sieht den Jungen an, dann den Filmstar und dann wieder den Jungen. Das kann nicht Mike sein, sagt er. Junger Mann, ich kenne meinen Sohn, antwortet Susanne. Und wo sind meine 50 Euro? Peters Gesicht wird ganz blass. Er sieht aus dem Fenster. Sein Taxi ist dort, aber der Junge ist nicht da. Es ist 17 Uhr. Peters Chef Sebastian ist zu Hause. Er und seine Frau trinken eine Tasse Tee. Dann öffnet sich die Tür und ihr Sohn Tim kommt herein. Hallo, Tim, sagt Sebastian. Hattest du einen schönen Schultag? Tim sieht sehr glücklich aus. Ja, danke, sagt er. Sehr schön.